In diesem Video geht es um die Nephilim, sind entlarvt und im Anschluss noch ein bisschen um die Zeichen der Zeit zu erkennen. Der Kevin Sadai hat vor 2 Tagen ein Video mit diesem Titel gemacht. Nephilim sind entlarvt auf Englisch. Ich verlinke das unten in der Info. Ich werde natürlich auf YouTube nicht alles sagen darüber oder fast nichts, weil YouTube ist ein zensurierender Faschistensender geworden im Dienst der Diener der Bosheit, der Diener Satans, die die Menschheit kaputt machen wollen. Und da kann man nicht alles sagen. Der Kevin sagt, wenn man über die Nephilim redet, ist das wie ein Schlag in das Wespen, in das Hornissennest. Also muss man dann mit Angriffen rechnen, weil man sie entlarvt hat. Also man hat die Vorgehensweise Satans, wie er die Menschheit kaputt machen will und Gottes Plan, entlarvt man damit. Und wieso das so ist, das sage ich jetzt noch auf YouTube auch. Dann schneide ich dann ab und den Rest muss man auf Bitshit oder Streamable weiter hören. Und damit ihr das immer findet, die wichtigen Videos von mir, die sind dann in Zukunft wirklich nicht mehr auf YouTube ganz zu finden. Nur immer der Anfang. Aber sie sind immer auf meiner Website jesusforyou.ch, also wird dann eingeblendet. Dort findet ihr meistens schon auf der ersten Seite oder sonst vielleicht in der Rubrik Videos, die wichtigen Videos. Es wäre vielleicht sinnvoll, gerade zum Thema Corona-Agenda von Satan, mal meine Videos ein bisschen durchzuschauen. Das ist Nummer 12 jetzt in dieser Serie, seit März. Dass das Ganze ein Betrug war, haben diejenigen, die Bescheid wissen über die Virenlügen, von Anfang an sofort durchschaut. Und dann später sind die dazu gekommen, die 1 und 1 zusammenzählen können, die Mathematik nicht verworfen haben. So, also jetzt, also noch kurz, was Nephilim sind, auch noch auf YouTube. Nephilim sind da die Riesen, die sind in Genesis, 1. Mose 6 erwähnt. Die sind aufgekommen als die Söhne Gottes. Was das auch sei, das sagt Kevin nicht ganz deutlich alles. Es bleiben da noch Fragen offen. Er sagt leider nicht alles, was er weiß. Aber vielleicht sagt er das nächstens und dann werde ich wieder ein deutsches Video machen. Aber die Nephilim sind entstanden, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen. Dann ist so eine Rasse entstanden, die gewalttätig war, sodass es Gott gereut hat. Und er hat die reine Genealogie, das kann man nachlesen in 1. Mose 6, von Noah bewahrt und alles andere mit der Sintflut vernichtet. Und dann später sind bei den Kanaanitern, die Kanaaniter waren die Nachkommen von Ham, und der Ham war derjenige, der Noah nach der Sintflut, als er überraschenderweise von seinem Weinberg betrunken, nackt da lag, hat sein Sohn Ham ihn dort gesehen und vielleicht auch was gemacht, was er nicht hätte sollen. Und der Sohn von Ham hieß Kanaan, und Noah hat die Nachkommen von Kanaan verflucht, insofern, dass sie Diener sein werden, und die Kanaaniter mussten dann Israel dienen. Und dort sind wieder Nephilim-Riesen entstanden, das waren die Goliaths. Goliath hatte 5 Brüder. Die wurden dann von David und seinen Kriegsmännern vernichtet. Also ist immer eine Interferenz, wenn es um das Ziel Gottes geht, kommt der Teufel mit den Nephilims. Und Jesus warnt, dass vor seinem Wiederkommen wieder es sein wird wie zur Zeit von Noah. Und es hat auch mit sexueller Perversion zu tun und wie zur Zeit von Sodom und Gomorra. So, jetzt ist Schnitt fertig bei YouTube. Tschüss. Tschüss YouTube, du warst mal gut. Und dann sind deine Entscheidungsträger scheinbar von diesen Dämonen besessen worden, dass sie sich zum Diener der Bosheit gemacht haben. Verflucht sei dieser Sender, dieses ganze Instrument. Zur Hölle mit allen Falschmedien, Lügenpropheten, Medien, Mainstream-Medien. Sollen übernommen werden von einer Clique, die nicht mehr Diener der Bosheit sind. Oder es sollte jemandem in den Sinn kommen, der ein paar hundert Millionen vielleicht zur Verfügung hat, eine Alternative zu YouTube zu kreieren, die besser als Bitshat ist. Wie lange und wie weit man Bitshat vertrauen kann, weiß man ja nicht. Ist ein bisschen langsam. Ich lade meine Videos auf Bitshit und auf Streamable. Streamable ist sehr schnell, ist aber nicht eine Plattform, habe ich ja schon gesagt. So, tschüss, YouTuber. Schaut das Video weiter, wenn ihr weiter sehen, wenn ihr das Ganze hören wollt. Also kommen wir jetzt